passiert. Eine Wanderung auf São Nicolau und hier ist wieder absolut gar nichts los. Traumhaft. Von Tarrafal aus, einem Ort auf São Nicolau auf den kapverdischen Inseln, fuhren wir nach Norden, um auch diesen Teil der Insel anzuschauen. Die Atlantikwellen treffen hier ungebremst auf die raue vulkanische Küste. Ziel war das malerische Dorf Ribeira Prata, wo wir direkt von freundlichen Einheimischen zum Grogtrinken auf den schmalen Balkon eingeladen wurden. Beautiful. The best place. Yes. Very, very nice. Oh. I was born here. I'm born here, but I grew up when I was 16 years. Rotterdam. Rotterdam. Okay. I have to say cheers. Wir haben es kaum ins Dorf geschafft, wurden am ersten Balkon direkt eingeladen, einen Grog zu trinken. Jetzt haben wir auch alle schon ein bisschen ein Sitzen, ganz bisschen vielleicht. Ein Grog. Aber es ist ja, aus einem wurden zwei und drei und vier. Aber es ist einfach unglaublich, mega freundliche Leute und super entspannt und traumhaft schön hier. Guckt euch das mal an. Danach ging es zurück zum Boot. Aus dem Bus konnten wir noch unseren neu gewonnenen Freunden zum Abschied winken. Ciao, ciao, ciao. Endlich ging es weiter nach Westen. Wir wollten eine Nacht in der Wellenabdeckung der unbewohnten Insel Santa Lucia verbringen. Der Passat wehte kräftig und wurde beim Runden des Kaps noch verstärkt. Wir sahen das Wrack der Terry Dres, ein 93 Meter langer Frachter, der 2012 hier auf Grund lief. Scheinbar gab es keine Verletzten. Wir verbrachten einen wunderschönen Abend an einem sehr windigen Ankerplatz. Der kilometerlange weiße Sandstrand war menschenleer, und unter Wasser gab es viele Fische zu sehen. Am nächsten Morgen mussten wir unseren Anker durch Vor- und Zurückfahren befreien, da sich die Kette unter einem Felsen verhakt hatte. Let's start like this. Then you can take it, pull it straight. Okay, that's more than enough. That's more than enough. You know, when the, like when the line touches, maybe even release it a bit. Okay. You always need to be careful when you use the winch. You need to look what you're doing. Yeah, because you're putting extreme power on the sail. Got it.
Also so verlief unsere Überfahrt. Man sieht, ohne Verluste ging es leider nicht. Ehrlich gesagt mochte ich diese Teller sowieso nie. Deswegen ist es gar nicht so traurig. Aber ja, auf jeden Fall eine große Sauerei und das muss man jetzt noch beseitigen. In der Bucht von Mindelo muss man sich entscheiden zwischen der Marina und dem Ankerplatz. Ein deutscher Segler erzählte uns, dass sein Boot in den letzten Tagen ausgeraubt wurde. Und Geschichten dieser Art hörten wir immer wieder, sodass wir uns dafür entschieden, in der Marina zu bleiben. Was ist hier passiert? Ja, die eine Schranktür hat sich geöffnet unterwegs. Endlich in Mindelo. Die Stadt ist zwar nicht die Hauptstadt des Landes, dafür aber das kulturelle Herz. An jeder Straßenecke gibt es Live-Musik zu hören. Da mir meine Schlappen kaputt gegangen sind, fand ich diesen netten Schuster, der sie mir ohne große Umschweife direkt reparierte. Um unsere Wanderung zu starten. Boah, die sind im Stress. Was passiert denn hier? Ja, die schaffen es nicht richtig anzulegen. Ja, wir waren schon zweimal hier an diesem Pier. Und erstes Mal mussten wir komplett zurückfahren, noch eine Runde drehen. Und jetzt versuchen sie nochmal. Etwas läuft hier nicht gut. Vielleicht bleiben wir hier drauf. Mit der Fähre sind wir auf die Nachbarinsel Santo Antão gefahren. Sie gilt als die bergigste und grünste Insel des Archipels. Wir haben unser Zelt eingepackt und wollten 2 Tage durch die schöne Bergwelt wandern. Wir können es nicht glauben, so viel Grün auf einmal zu sehen. Die letzten Inseln waren so trocken und hier ist es plötzlich einfach so grün.
Wie kann es hier so schön sein? Das ist so absurd. Seht ihr das an? Grünen Täler auf der Nordseite von Santo Antão sind die landwirtschaftlich ergiebigsten Gebiete auf den Kapverden und ein Großteil der Lebensmittel kommt von hier. In einer raffinierten Weise werden die Bachbetten als Beete für Taro und Bananen genutzt, dazwischen wächst Zuckerrohr, Kaffee, Orangen, Avocados und Maniok. Olena, wo genau ist die Bar? Die Bar ist da. An der besten Stelle einfach. Ja, am besten, wir waren einfach schon so fertig von diesem Aufstieg von da unten. Das Einzige, was ich mir gewünscht habe, war einfach jetzt ein Liter Wasser. Aber jetzt ein Saft geht auch und ja, besser kann es nicht sein. Schon leer bei dir? Ich hab noch ein bisschen was. Ja. Noch was. Kein Spaß hier. Nach einer sau anstrengenden Wanderung kamen wir wieder an der Küste an. Das war es mal wieder für heute. Im nächsten Video starten wir auf die bislang größte Herausforderung. 1800 Seemeilen von Mindelo nach Französisch-Guayana. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.